Hallo, welcome back im Dreck. Und mit dabei, wie immer. Die Power Britzel! Genau, bei unserer neuen Runde Viscera Cleanup Detail. Und mal sehen, ob wir heute fertig werden. Komm mal her. Nein, das ist immer schlecht. Hier, Zähne putzen. Da unten habe ich keine Zähne. Das ist was anderes. Aber schön, dass du mir meine Sackhaare bürstest. Oh ja, komm. Mach die Arschhaare. Ja, und auch sonst was anderes. Ja, die Arschhaare. Nee. Schrubb mir ein, genau. Sehr schön. Ja, so viel zum Thema fertig werden. Also ich bin schon fertig. Oh. Ja. Vielleicht Naja, gibt klar, das ist immer sehr angenehm mit dir. ja, Ich hab schnell hinter mir so. ja, definitiv. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Vor allem schnell hinter. Ganz easy peasy kurz über die Fingerspitzen gemacht. Das hatten wir in der letzten Folge schon geklärt. Ja. Fliegt mir glatt der Eimer aus der Hüfte hier, wollte ich gerade sagen. Aus der Hüfte, ja. Ja. Ihr seht, wir sind schon im Eimer-Modus. Ja. Wir sind schon wieder im Eimer. Quasi. Ja, wie immer eigentlich. Und es ist viel zu dunkel hier alles. Ja, so ein bisschen, ne? Vor allem müssen wir noch die ganze Chose nach Schusslöchern noch absuchen. Und noch Blut. Ja. Das sowieso. Und wieso habe ich den Eimer so weggestellt? Was bin Slims? Genau deswegen wollte ich einen Eimer haben. Eigentlich für den Wasserdingens. Weil genau solche Sachen passieren. Hier rein, du Bein. Ah, das reicht sich. Hier rein, du Bein. Ja. Powerbrezel ist der Eimer. Ich bin der Schleimer, meine Hübsche. Ja. Ich hab ja auch einen Arm. Nein, 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 nein. Klatsch ab. Wir haben es geschafft. Achso, sind wir durch mit dem Humor für heute, ja? Ja, definitiv. Alles klar. Also ich habe meine Humorgrenze gerade durchschossen. Ja, das glaube ich sogar. Alles andere. Du Buggy Map, lass mich in Ruhe. Du mit deinem. Was machst du denn da? Klappe mal auf. Warum auch immer. Ja, ich glaube, das Eimer verteilen dauert länger als das Duschen. Hab Schlüssel gefunden. Yeah. Sogar mehrere. Wie ein Glück. Ja. Endlich mal ein anderes Loch. Ja. Und das auch ohne Spreizer. Ja, das wurde mit der Pumpgun gespreizt. Ja. Weiß nicht, was dir lieber ist, lieber Powerbrissel. Ach, mit dem Laser kitzelt das bestimmt so schön. Ja. Können wir dann demnächst mal am Live-LP testen. Ja, wir nehmen ja sowieso jetzt noch ein Special auf. Für unser Geburtstag. Ja. Da wir ja am 8.2. Also wir nehmen jetzt gerade am 9.2. auf, also gestern, hatten wir unseren Geburtstag, unser einjähriges. Wuppi, wuppi. Aber sowas von suppi, tuppi, wuppi, tuppi. Oder so. Ich habe Geburtstag vergessen, ups. Nicht gut, aber Männer dürfen das. Männer können sich keine Daten merken. Doch, können sie. Doch, ja, ihr Geburtstag, Weihnachten. Vorausgesetzt, er fällt immer auf 24. Ansonsten. Ja. Und ja. Und der Start und das Ende der Fußball-WM. Ja, so. Obwohl ich das auch nicht weiß. Wollte ich gerade nämlich danach fragen. Dies Jahr irgendwann. Irgendwann im Sommer ist der Rotz. Ach, echt? Ja. Also hier ist der Schusslochraum. Das ist ein blödes Wort. Schusslochraum. So ist das Wort, richtig. Was ein blödes Wort. Ja, das ist richtig, liebe Powerbrezel.
Sicher. Absolut sicher. Deine Deutschkenntnisse baden. Das halte ich ja für ein Gerücht. Meine Deutschkenntnisse sind unantastbar. Ja, das stimmt. So schlecht geht das alles gar nicht. Da kommt keiner ran. Das ist wohl wahr. Was soll das so sein? Das ist unantastbar schlecht. Oh, nein, nein. Echt? Brauchst du das? Ja. Alles im Eimer hier. Aber du hast doch immer einen bei dir. Ein Eimer? Ja, weil du einer bist. Jetzt geht's los. Ja, jetzt wird ja hart gedüst und so. Freestyle-Web und so. Da hat sie einen Reim geschafft und jetzt will sie freestylen. Auch nicht schlecht. Liebe Powerbritze, das würde diskret an die Hose gehen bei dir. Weil ich bin nicht nur ein guter Schleimer, ich bin auch ein guter Reimer. Yo, 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 nimm das! Mein Einhorn, huhu! Das ist ja schon alles fertig, so wie deine ganzen Let's Plays. Mach mal bitte den Ofen auf. Ich hab hier schon Stau. Öffne dich für mich, liebe Powerbritze. Habe ich in der letzten Folge doch oft genug. Reicht das nicht langsam? Ja, es war ja noch ein Quickie unter der Brücke. Das gibt man dir einen, noch willst du gleich alle. Aber ich habe hier viel mehr Hände. Das wird viel interessanter. Und andere Sachen. Du hast nicht mehr Hände als Löcher. Oh Baby, ich kann ja so viele Löcher hier. Ich meine Hände. Und noch andere Sachen hier gerade. Ich habe hier gerade meinen Spielzeugschrank aufgemacht. So, jetzt wird's. Jetzt wird es aber langsam ungemütlich. Ah, guck mal an, Eimer, nach dem vierten Mal. Ich werde bekloppt. Die Kiste ist voll. Hä, wie, die Kiste ist voll? Na, da kam nur ein Kittöns raus, weil du mal von deinem Liebesspielzeug geredet hast, was du alles brauchst. Kam natürlich gleich fünf Ende raus. Also mach dir auch was gefasst. Oh ja. Es wird hart. Das hat einen Vorteil mit fünf Händen überall gleichzeitig. Das ist definitiv. Für einen Mann wäre das eher nicht so praktisch, wenn er fünf Hände hätte. Aber für eine Frau schon eher. Ja doch, ich dachte ja eher an den Mann mit fünf Händen, für die Frau. Ja, ist schon klar, aber der Mann selber bringt es nichts, wenn er alleine ist, meine ich jetzt. Außer er hat auch fünf Schwängel, ansonsten wäre es ja... Der lässt doch mal was anderes fünfmal waschen. Der Multi-Orgasmus. Ja, im wahrsten Sinne. Cool. Da kannst du cool machen. Das gibt eigentlich zu denken. Nein, wann ist die Technik bestimmt soweit? Und ein Stück da, warum? Und die kann man auch nutzen, irgendwo reinstecken. Genau, steck rein das Ding. Gott, wie sollen wir hier alle Blutflecken finden? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, einer muss nachher mit der Funzel rumfunzeln und der andere wischt dabei oder so. Keine Ahnung. Es ist ja alleine schon schwierig, teilweise diese Flecke hier zu finden, die hier überall sind. Weil einer sieht aus wie Schatten und andererseits sind das so eine komischen grünen Matschflecke. Die von deiner Geschlechtskrankheit hier verteilen. Also der eine Schatten ist immer von dir, der ist immer in deiner Nähe. Da brauchst du keine Angst haben, den brauchst du nicht wischen. Nur die Schatten, die sich nicht bewegen, liebe Powerbritze. Echt? Ja. Die Schatten muss ich also wischen. Ja, nur die sich nicht bewegen. Ah, das sind ja aber ganz schön viele. Wie lange soll ich denn hier wischen? Lange. So lange. Lange ist eben nötig. Aua, ist. Wieso hast du hier einen Eimer umgeschmissen? Weil du einer bist. Ah, die Wortspielerei. Nimm doch kein Ende. Also, dass wir diese Runde fertig werden. War in der Vorbesprechung wohl ein bisschen zu optimistisch von mir. Ach, was? Ja, hier in 5 Minuten sind wir fertig. Dann haben wir jetzt 15 Minuten voll. Und dann läuft der Franz hier. Duschen wir rein. Ich hab mir gerade ins Gesicht gespritzt. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Mein Gegenüber leider schon das öfter. Aber das kann ja egal sein. Ja. Ist ja alles abwaschbar, zum Teil. Zum Teil.
Dann kommt dann ja auch, was du vorher gegessen hast. Und wenn du so viel am Knebstoff schnüffelst, glaube ich, dann ändert sich auch die Konsistenz. Okay, jetzt analysieren wir mal, was du alles so isst. Und schnüffelst vor allen Dingen. Wenn ich mal so ein 20 Liter einmal Leim weg oder Tapetenkleister wegschnüffel, dann mach dich auch was gefasst. Dann hängt Clips an der Wand. Mist. Mist ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass wieder Arbeit entstanden ist, statt verschwunden. Sei es drum. Da, wo der einmal herkommt, gibt es noch mehr. Meinst du? Ich bin noch nicht den Vorraum fertig hier. Kann ich angehen. Also ich glaube, ich habe die Arztpraxis fertig. Zumindest was das Wischeln angeht. Mann, der Mob, das ist so dunkel, man sieht nicht, wenn er dreckig ist. Dann mach dir doch ein Licht an, du Leuchte. Ich bin jetzt so eine Leuchte. So, ich mache jetzt erstmal. Ich will mal ein Loch stopfen, bevor ich das andere stopfe. Los! Jardinga. Bisschen falsch. So, machen wir das. Zack. Und los geht's. Wieso ist das Ding jetzt schon wieder ab hier, die Klappe da? Weiß ich nicht, ich war das nicht. Ich bin da nicht gegen gelaufen oder so. Und hab die Lampe umgeschmissen und so. Ich war das nicht. Nein. Was? Kannst es nicht beweisen. Ich brauch nur einfach deine Folge gucken. Als wenn du das machst. Ja, wenn du dir das antun würdest. Dafür bist du viel zu intelligent. Ja, bin ich auch. Das ist hier nichts für schlaue Leute. Nur für Leute, die auch wirklich den Kopf ausmachen können. Ja. Geh weg, du Loch. Ich achte jetzt so. Ich gucke mich an. Einfach. Stocken, distanzieren, rein, weglaufen. Sei mal so lieb und komm mal in den. Ich kann nicht, ich muss hier hart arbeiten, im Gegensatz zu dir, Mann. Was du mal gucken? Es ist wichtig. Es ist wichtig, ja, wer. Ich weiß nicht, immer. Ah, ist gut, alles klar, hat's ja Licht. Ist weg. Ich dachte schon. Ich hab das in dieser Tierbox oder was auch immer das ist. Doch so ein. Das Ding da. Ach so, ja. Was du da wieder elegant reingeschmissen hast. Natürlich. Hab ich auch wohl gar nicht. Das immer wieder reinfloppen lassen, weil ich das ja nicht rausgefloppt gekriegt habe. Mann. Das ist ja wohl ein hammerharter Unterschied, ja? So. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier durch dieses grobe Wasser gehen, machen wir auch Fußspuren. Irgendwie so eine komische Grün oder so. Dann sollten wir wahrscheinlich da immer über das eine Wasser rüber, über das Stück Wasser da rüber springen, quasi. Wenn wir diesen einen Raum das fertig machen. Oh, hier ist Ruß, von wem das frisst. Nicht von mir. Ja. Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Du warst aber hier vorhin beschäftigt am Wischen, das habe ich. Mann, hast du mich rausgebracht? Ich hatte es fast. Was? Ich hatte fast das Stück. Ja! Du machst das schon, was auch immer du da machst. Nee, kriegt man nicht raus. Mach auf dem Fleisch, auf dem Schissen. Damit wir hier nicht dissen. Oh. Aber das ist ja das cool. Sagte er und wurde leicht gedisst vom Spiel. Was soll das? Danke. Hallo?
Ist das... Edeka-Ding jetzt gewischt? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es gibt mehrere, ich denke mal ja. Nee, es gibt nur ein Edeka-Ding. Den habe ich da gewischt. Aber, ach man. Ja, nee, ist klar. Mach meinen Mob nicht sauber, aber... Hier stehen ja noch überall Wassereimer rum, du faule Sau. Du, das geht bei mir nicht alles so, wie es soll. Ja, ja, die wegzutragen geht natürlich. Nee, geht doch nicht. Nein, ja. Das ist alles Arbeit für andere Personen. Nicht für so ein... Naja, faule Sau. Ich bin null, ich bin nicht so... Na... Bist du immer noch null? Ja, ich werde noch nicht mehr älter hier in dem Spiel. Hast du schon mal meine Dialoge angehört? Dein Alter, was da angezeigt wird. Alter oder IQ, eins von beiden. Obwohl. Ja, das und was du halt, ja, was du halt bist. Dein Intelligenzquotient ist das natürlich auch. Weil wir können ja keine Schlauen mitmachen. Genau. Also dürfen wir das ja auch selbst nicht sein, sonst funktioniert das ja nicht. Und das ist die Anzahl der Frauen, die ich nicht befriedigen konnte. Ja, eigentlich witzig, dass das Spiel das auch weiß. Eben, die ich nicht befriedigen konnte. Nee, nee, nee. Streich mal das nicht. Nein. Nein. Dann wird das aber wenigstens wahrheitsgemäß. Ach, Wahrheit wird überbewertet. Muss ich immer die Wahrheit erzählen. Na, genau sieht's aus. Die Wahrheit tut weh. Ja. Komm raus, du Stück Fleisch. Da kämpft er immer noch mit einem Stück Fleisch. Ja. Alles klar, dann werde ich schon mal beim Ofen rumwickeln. Dann machen wir wenigstens keine neuen Spuren und so. Hahaha, komm jetzt, das hatte ich noch nie. Soweit hattest du sie noch nie. Ja. Kommen denn immer die Fußspuren her? Irgendwo muss da noch irgendwas. Na, ist ja ein Glitch. Ach, da bin ich dabei. Am Tüffel tun. Bleibst du unbefriedigt, du blödes Stück Fleisch. So. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ist an der Mauer Blut oder ist in der Mauer kein Blut? Ja. Oder ist da Flecke? Leuchte, leuchte, leuchte. Alles wird abgeleuchtet. Ja. Mal. Oh, vorsichtig. Ich glaube, der ist dreckig. Rotes Scharnier. So, den packen wir mal beiseite, weil ich ganz genau weiß, wer den sonst umrennt. Ich schmeiß umgeschmissen. Mann, das geht doch gar nicht. Und er kämpft immer noch mit seinem Stück Fleisch. Nein, das ist viel schlimmer. Ups. Ja, also es ist dein persönliches Stück Fleisch, womit du kämpfst gerade. Ja, quasi sozusagen meine rechte, meine linke Hand. Meine Hauptprobleme hier. Ja, mach da einfach wieder Fußspuren. Ja, die machen wir zum Schluss. Ich brauche da noch Wasser. Mir ist da ein Malheur passiert. Ein kleines. Ich brauche mal noch einen Eimer Wasser. Mir ist da ein Malheur passiert. Ja, deswegen hole ich mir gerade die einmal von hinten, die benutzt wurden, damit ich keine neuen Fußspuren mache. Clever wie ich bin. Oh, die Kiste fängt an zu glitschen. Ich hau ab. Flatschi, flatschi, flatschi. So, Eimer, diesmal bleibt voll. Und fliegst du ins Loch. Da fliegst du so, aber. Um hier im Dunkeln Ruß zu erkennen, hat es aber auch. So. Lämpchen platziert. Mob gereinigt. Und. Ja, los geht's! Ah. Okay. Alles um, alles um. Er kämpft jetzt mit beiden Händen. Oh, ja. Solange ich nur die Mob still in der Hand habe, ist alles gut. Okay, ich denke mal. Nichts
so an, dass du den Stiel in der Hand hast. Doch, den großen gelben. Ey, der ist schon gelb? Ja, natürlich ist der gelb. Gelbsucht, liebe Powerwurzel. Dachte, du verteilst sie deine Geschlechtskrankheiten. Geben ist seliger denn nehmen, weißt du doch. So steht schon in der Bibel. In dem Fall nehme ich aber weniger, bitte. Also gib bitte weniger. So. Weniger ist manchmal mehr, weißt du? Oh, ich hab's da drauf wieder, Odi. Eine Phrase nach der anderen. Ich sollte mal lieber die Phrase halten. So. Ja, genau. Okay. Ein Licht. Aber. So, jetzt ist am Ofen auch alles sauber, damit der Herr TZ nicht immer mehr Arbeit macht als nötig. So, ich glaube, der Loch-Tunnel-Bereich ist auch sauber. Cool. Bis auf das eine Stück Fleisch. Ja, gut. Wenn nicht geht, dann geht halt nicht. So. Tschüss, Lampe. Ach, verdammt, hätte man hinterher gucken können. Tschüss, Eimer. Oh, die andere Lampe. Da können wir ja schon langsam anfangen, hier alles so ein bisschen zu entfernen. Das lassen wir erstmal noch stehen. Die andere Lampe nehmen wir aber gucken, meinte Herr. Na, nicht kaputt gehen. Ich habe den Eimer schon runtergeschmissen. Ja. War zuerst das, was Dreck macht und das meinte. Ja, ich habe es andersrum gemacht. Ich habe zuerst das Reinigungsmittel runtergeschmissen. Naja. Das ist intelligenter halt. Ja, haben doch schon gesagt, ich habe null Intelligenzquotienten. Also. Ich sage, da hinten rüber. Habe ich versucht, ich bin aber reingefallen. Du kannst aber auch gar nichts. Ich habe im Sport auch eine Null. Ja. Der macht aber. Der hat in allen Beziehungen recht, was sich da angeht. Der macht aber Dollfußspuren, ne? Deswegen sag ich ja, mit ihm rüberspringen. Man müsste da rüberspringen. Vielleicht ja. Hättest du das mal sagen sollen, dass ich da rüberspringen soll, lieber Powerwurzel. Der hat jetzt auch, guck mal. Ja, ne, ja, es tut mir leid manchmal. Ach. Lieber Powerwurzel, es ist verziehen. Es ist schon spät am Abend, sag ich mal. Und da ist alles gut. Ich finde das mies. Was ist hier was? Was ist Schmadde? Was ist Dreck? Was ist... So. Stänkerin hier? Gut, das ist klar, wer das ist, aber... So, einmal alles zusammensammeln hier. Alles klar, das... Guten Tag. Guten Tag. So, Schikowski. Haben wir... Nee, habe ich die Eimer mitgenommen? Genau, der Raum, der ist komplett fertig, bis auf gegebenenfalls Löcher. Da musst du jetzt mal nachgucken. Weg. Nehmen wir noch raus, wir sind hier keine Löcher. Ja, ne? Welch ein Wunder. So, dann haben wir hier noch drei Wassereimer. Aber so sieht der Original aus. Schau, schau. Dann kriegt ihr aber auch bald wieder Kilometergeld in der Map hier. Vielleicht cleverer machen. Habe ich cleverer gemacht, ne? Ja. Also Elektronik und Wasser verträgt sich, glaube ich, nicht so. Habe ich jetzt mal so rausgefunden. Ich muss mal rauskriegen, was hier jetzt so ein Alarm auslöst für meinen Detektor. Ich brauche mal eine Lampe. Da hinten drin. Noch arbeiten hier. Mann. Wir lösen auch dieses Rätsel. Genau, noch so großflächig, verdammte Achsen. Wenn du jetzt meine Fußstapfen gesagt hast, ne? Arschloch, denn ist was los hier. So. Ne, besser ist das auch. Ey, was hat er hier? Ja, so wie mit unseren Graffiti. Ach, hier ist alles voll Ruß. Na toll, das reicht ja mein Mob gar nicht, mein Eimer.
Ich brauche einen Eimer. Oh Gott, da ist oben auch nochmal. Nein, wir wollen kein Fleisch. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Im Gang hat einer geraucht. Oh, ich habe den Schuss doch gefunden, genau auf dem Boden. Ich stell da mal eine Lampe hin. Ja. Alles voll Blut hier noch. Und wer hat denn hier los? Welcher Bereich war denn das los? Ja, ja, jetzt ist alles wieder voller Blut auf einmal. Ja, ja, ja. Genau sieht's aus. Ja, ja, ja. So. Vorsichtig. Oh, die ganze Wand war hier noch schwarz. Ja, lol. Ja, hier Ruß zu sehen ist... Ja, das ist auch dezent entschuldigt, aber... Nix aber. So, den Eimer lasse ich da mal am besten noch stehen. Ein bisschen. Mal hier ein, zwei Tapsis noch. Zack. Zack. Perfekt. Jo, alles raus. So, zack. Mein Schniedelwutz-Konstruktor hat dir nichts gesagt. So, dann lass ich mal hier überall noch ein bisschen was stehen. Also die Lampen. Da hinten ist es bei dem Loch. Kaboom. Buongiorno, mach das kaputt. Wo ist denn hier der Lochkonstruktor? Ach, hier hinten, oder? Weiß ich nicht, wo du den hingepackt hast. Und also neben einem Nebenraum. Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Wo die Lampe auf dem Loch steht oder neben dem Loch? Da frage ich mich, wo die Fußspuren herkommen. Da moppen wir einmal sauber. Hat doch fast nicht gebrannt. Cool. Ich trau dir nicht in die Ecke. So, das dann auch. Oh. Dann auch weg. Hier ist irgendwas. Oh, hier ist Fettruß. Ey, wähl mal einen Wischmopp aus. Brauchst du noch Wasser? Ich hab mir noch was. Aber dann kannst du ihn noch nehmen, so. Dann ist er auch durch. So ist der TZ. Ja, deswegen, du siehst es überhaupt nicht. Ja, ich habe das auch gerade nur gesehen, als ich mit dem Dings raufgeleuchtet habe mit der Lampe. Also jetzt ist alles Roger clear. Nur Lausschläge. Ich mach's mal an, vielleicht denn. Nee, auch nicht. Was? Können wir hier einmal gemeinsam gucken? Nö, Ödeldöl sagt nö. Ja? Alles clear. Ja, und hier hinten hast du ja eigentlich schon geguckt, ne? Ja. Hat er da auch irgendwas ausgeschlagen? Nein. Ne? Nur die Bandtunnel hatten wir vergessen. Jeder ein. Wir haben uns das wieder ganz kameradschaftlich geteilt. Wie jeder ein? Jeder hat einen Tunnel vergessen. Wie einen Tunnel vergessen? Wo Ruß an der Wand war. Na ja, gut, ich habe ja eben an zwei Tunneln habe ich schon Ruß gemacht gerade. Ja, siehst du. Ich nur an einem. Oh, ich habe Blut gefunden. Blut? Wo ist Blut? Hier, da. An der Treppe. Rechts an der Wand. Nee, da hinten. Hier. Muss aber aufpassen, mit dem Mob nicht ins Wasser zu kommen, sonst ist er gleich dreckig. Okay. Ein
Nee, er steht ja null aus. Also ist ja auch in der ganzen... Hier ist was. Da soll was sein. Hier macht er den letzten Alarm. Hey. Irgendwo hier. Ach, hier wieder bei dem... Ah ja. Ja, da kannst du ja nichts machen. Das wird immer weiter tropfen, glaube ich. Ja, es tropft sogar beim Büschen. Da ist ein Loch. Nee, hier unter dem links ist ein Loch unter dem Rohr. Von letztens, wo du das wahrscheinlich wegmachen wolltest. Siehst du das denn? Ja. Wo ist das Lochstoffding? Da. Unter dem Tisch habe ich das gepackt, ordentlich, wie ich bin. Hopp, hopp, hopp. Wie immer sind wir sehr gewissenhaft, wie ihr seht, Leute. Aber natürlich. Mal sehen, ob wir jetzt was mehr da. Aber dann kann er nur noch wegen dem Blut auslösen, aber das ist ja dann nicht ändern. Nö. Blut hat er kein Problem. Na dann. Hätten wir die Map noch so lassen können. Echt eh. Immer noch ein Ländchen? Ja, ich glaube, das war's dann, ne? Möglich wär's. Komm, fang die Lampe, ich werf die. Ab! Wie? Kannst du jetzt knien? Du bist eine Lamasse. Du bist optimistisch. Ah, guck mal hier, Loch. Ja. So, dann würde ich mal sagen, sammeln wir mal die Lampen ein. Ja. Wahrscheinlich finden wir jetzt wirklich ein Loch. Ach, hier ist alles sauber, ja. Ach, das Privileg. Oh, danke schön. So. Wenn das Radio nicht mehr da ist, dann heißt das für uns ja auch abschließende Sache. Endstation. Gott sei Dank. Die nächste Map ist hoffentlich wieder heller. Ja, ein bisschen wenigstens. Gut, gut. Ich glaube, haben wir alles eingesammelt, ja. Alle Lampen? Ganz genau, haben wir. Okay, dann nur noch das hier auf die Lampe. Zack. Zack. Gut, alles klar. Ich würde mal sagen, treffen wir uns beim Seeking. Okay, machen wir. Guten Tag. Hallo. So, dann würde mal sagen, gucken wir mal, was unser Stück Fleisch ausgelöst hat. Easy Urfis. 70% Abzug. Mindestens. Demoted? 92%. Da haben wir. 8% weniger Stück Fleisch? Ja, doch. Haut schon hin. Den Rest haben wir zu 100% gemacht. Ja. Mann, sind wir gut. Wir sind Mitarbeiter des Monats. Jeden Monat. Genau. Extra hier eingerahmt und aufgehängt. Und man sieht auch, warum wir das sind, weil wir extrem ordentlich sind. Ja, sogar das Büro ist aufgeräumt. Und wir würden ja nie Sachen rumschmeißen oder sowas. Nee. Haben wir noch nie gemacht. Okay, Leute, dann bevor wir euch lange dicht sammeln hier. Ja, genau. Dann will ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz genau. Bei der nächsten neuen, frischen, dreckigen Web. Und da können wir uns bestimmt wieder ein paar schöne Sachen ausdenken. Ganz genau. Sagen wir tschüss.